Ho, 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 ho. Also wenn ich alles richtig berechne, kommt dieses Video am Weihnachtswochenende online und das passt natürlich super zum Thema. Weil wir wissen ja immer, dass zu Weihnachten werden Geschenke ausgepackt. Also die Kinder freuen sich über Geschenke, die Erwachsenen freuen sich über Geschenke und ich hoffe, dass du als Zuschauer dich auch über ein Geschenk freust. Nun kann ich jetzt nicht jeden Zuschauer ein Geschenk schicken, aber ich bekomme oft die Frage: Mensch, Christian, was hast du denn eigentlich dein Aktiendepot? Du redest immer so von Aktien und dass du so viel hast und verschiedene Arten von Trading, Buy and Hold, Dividendenstrategie und so weiter. Aber was hast du da wirklich drin? Und ich habe gedacht, ich packe heute mal für dich ein bisschen mein Aktiendepot aus und erzähle dir mal, was meine Top 5 Aktien des Jahres 2021 waren, was meine Flop 5 Aktien des Jahres 2021 waren, vielleicht noch meine Dividendenaktien, also die dividendenstärksten Aktien. Und noch ein paar Informationen darum herum, um das mal so auszudrücken. Also wenn du mal in mein Depot illern willst, mal ein bisschen spannen möchtest, dann ist das heute der richtige Tag. Dann bleib dran und zum Schluss lese ich dir noch alle meine Aktien, die ich besitze, in Reihenfolge vor. Also mal was ganz Verrücktes. Ich weiß gar nicht, ob ich das so hinkriege, aber das werden wir schon hinkriegen. Juti, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, und wenn dich so finanzielle Themen interessieren, also ich sag's immer so schön, Dinge, die dir Cash in die Tasche bringen, dann bist du ja vollkommen richtig. Und falls nicht schon geschehen, dann lass ein Abo da, weil es lohnt sich auch immer wieder reinzuschauen. Und für drei Zuschauer hat es sich beim letzten Mal auch gelohnt reinzuschauen, weil ich hatte ja in einem der letzten Videos gesagt, Mensch, wer sich mein Buch, was ich selber geschrieben habe, selbst schuld, wer nicht blockt, wünscht, soll es einfach mal einen Kommentar schreiben. Ich wollte eigentlich nur eins verlosen oder verschenken und habe mich dann entschieden, weil jetzt nur drei Kommentare kamen, die gesagt haben, ich möchte das Buch, dass ich das an drei verschenke. Also die erste Gewinnerin ist die Alexandra Knorr. Also Gewinnerin will ich gar nicht sagen, aber die erste, wo ich das Buch hin verschenke, ist die Alexandra Knorr. Sie schreibt über dein Weihnachtsgeschenk, würde ich mich sehr freuen. Und Grüße aus Franken. Zweiter Gewinner ist der Lebensmittelkontaminateur. Oh, das ist ja ein schöner Name. Ja, also dir auch herzlichen Glückwunsch. Und dritter Gewinner ist der André Blay. Und er schreibt auch, ein Blick in ein Buch werfen wäre was Tolles. Vielleicht klappt es ja zu Weihnachten. Ich bin ein bisschen verrückt und sage, ihr drei habt das Buch gewonnen. Nehmt einfach Kontakt zu mir auf. Auf meinem Blog seht ihr meine Kontaktadresse. Oder schreibt mir an die eingeblendete Adresse, wo ich es jetzt auch mal einblende. Und dann wären wir uns schon einig. Und dann kann ich euch das Buch nach Weihnachten, weil zu Weihnachten schaffe ich nicht mehr, zuschicken. Ja, tolle Sache. Also es lohnt sich immer wieder zuzuschauen. Und wenn ich was nicht leiden kann, dann ist es so ein Drumherum-Gerede. Also fangen wir mal direkt an. Also ich habe drei verschiedene Aktiendepots. Eins bei Comdirect, eins bei der Consorsbank und eins bei DEGIRO. Das bei DEGIRO ist eher so zum Traden. Da hast du bestimmt schon in den letzten, ich sag mal, Cashflow-Updates gesehen, dass ich mich da mit einem gewissen höheren Risiko hochtrade. Das bei der Consorsbank, das stelle ich dir beim nächsten Mal vor. Das ist so ein kleines Spieldepot. Das geht noch ein bisschen so auf die Dividendenstrategie. Und mein größtes Depot ist oder liegt bei der Comdirect. Und da bin ich seit Jahren schon dabei, Aktien anzusparen bzw. Aktien zu kaufen. Und über die Zeit tut sich da ja einiges. Und ich habe mir gedacht, wir schauen heute mal in mein Depot und ich erkläre dir einfach mal, was waren die Top 5 Aktien des Jahres, Flop 5 Aktien des Jahres und was sind meine aktuellen, ich sag mal, Dividendenkönige in der Hinsicht, die die meisten Dividenden bringen. Ich sage dazu, dass das Ganze sich auf dieses Jahr bezieht. Also es gibt auch Aktien, die auf der Vergangenheit vielleicht gut oder schlecht gelaufen sind und die mit einem anderen Wert im Depot stehen. Aber wir schauen einfach mal, was ging dieses Jahr ab. Und ich hoffe, dass es für dich eine Inspiration ist, weil ich spannere auch immer gerne in anderen YouTube-Videos oder auf anderen Finanzblogs, was haben andere im Depot und vielleicht bringt es dich ja auf die eine oder andere Idee. Wichtig ist, dass es keine Anlageberatung, weil ich bin nur der Mann von nebenan, der Mann vom Dorf und kein ausgebildeter Finanzberater. Und wenn es dich, ich sag mal, animiert, die Aktie zu kaufen, dann kauf sie, dafür kannst du die Gewinne behalten. Kaufst du sie und hast Verlust, dann ist es ja dein Verlust. Okay, jetzt fangen wir aber wirklich an. Ich denke mal wir fangen mal mit den Top 5 Aktien. Top 5 Aktien an, genau. Und zwar fange ich von hinten nach vorne an. Das heißt, die schlechteste der Top 5 Aktien sage ich dir kurz und dann kämpfen wir uns langsam hoch. Und bei manchen Aktien, die jetzt nicht so geläufig sind, sage ich vielleicht noch ein, zwei Worte dazu. So, auf dem fünften Platz der schlechtesten von den besten Aktien ist bei mir die Microsoft-Aktie. Die Aktie hat jetzt in diesem Jahr, also laut meiner Anzeige bei Comdirect, 62,68% plus gemacht. Man sieht es jetzt ja auch im ganzen Chartverlauf. Da geht es ganz schön straff nach oben. Ist eine tolle Sache. Und ich denke mal, Microsoft ist so ein Wert wie Apple,
den man vielleicht im Depot haben sollte, weil einer dieser beiden Firmen, vielleicht noch dazu Amatonia, wird in den nächsten Jahren noch einiges an Kursgewinn erfahren, weil Computer werden immer gebraucht und gerade bei Microsoft, da haben wir ja die ganze Thematik Skype, Xbox, Windows, Office, also da hast du einiges an Produkten, die weltweit super beliebt sind und gekauft werden. Und ja, ich bespare sogar Microsoft noch einen Sparplan und werde das auch weiterhin so tun. Und das ist meine fünftschlechteste von den besten Aktien. Und ja, ich freue mich, dass es sich so gut entwickelt hat und ja, kann dir nur empfehlen, da auch mal einen Blick reinzuwerfen. Die nächste Aktie ist ein bisschen verrückt, um das mal so auszudrücken. Und zwar, die werden nicht viele kennen, das ist die Prospect Capital Aktie, um es mal so einfach auszudrücken. Ich gehe jetzt mal auf den Jahreschart und da sehen wir, dass die sich top entwickelt hat. Und jetzt ist die Frage, was ist Prospect Capital? Und da lese ich dir einfach mal so ein bisschen aus der Beschreibung vor. Und zwar, Prospect Capital bietet als geschlossene Investmentgesellschaft Eigenkapital- und Fremdkapitallösungen für Mittelstandsunternehmen in den USA und Kanada. Ja, stellt Kapital zur Verfügung, damit der Mittelstand in der Lage ist, Refinanzierung und Investitionen zu tätigen. Klingt jetzt erstmal hochtrabend, aber im Grunde genommen ist es eine Kapitalgesellschaft. Und ich hatte die damals wirklich eingekauft, mit dem Hintergrund, die hatten damals eine gute, ja, Dividendenquote. Ich war damals noch jung und unbeleckt und habe gedacht, bei so einer hohen Dividendenquote kannst du einfach mal die Aktien kaufen. Ich wusste gar nicht, was dahinter steckt. Ich war damals nur dividendengeil, habe die aber bis heute im Depot und es hat sich gelohnt. Bei mir selber im Depot steht sie jetzt mit auf die Alltime gesehen mit 11% im Plus. Das ist nicht wirklich sonderlich gut. Sie hat sich aber im letzten Jahr mit 66,11% entwickelt und das ist natürlich top. Ja, bei der nächsten Aktie, also das ist die dritte, sozusagen die dritte aus den Top 3, brauche ich nichts dazu zu sagen, weil Pfizer, also wenn dieser Begriff nicht bekannt ist, dann weiß ich auch nicht. Und allein der Kursverlauf in diesem Jahr zeigt, dass das ganze Thema, ich sag mal Corona, Covid, Impfungen und was da alles noch kommt, ja doch den Kurs nach oben treibt. Und ich denke mal, das ist mein allgemeiner Tipp für dich. Alle Aktien im Bereich Pharma, also Pfizer, BioNTech, Moderna, was es da nicht alles gibt, haben noch eine gute Zukunft vor sich, weil es wird noch einige Wellen geben. Und wenn es keine Wellen gibt, können sie aufgrund dem, was sie jetzt, ich sag mal, entwickelt haben, vielleicht in der Zukunft ja in weitere, tiefere Entwicklung gehen. Das heißt so in Krebsmedikamente oder Krebstherapien oder was es da nicht alles gibt. Also dass Pfizer zu einem der weltweit größten Pharmakonzerne gehört, brauche ich dir nicht zu sagen. Und sie konzentrieren sich auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten, also so Herz-Kreislauf-Medikamente oder Medikamente für das zentrale Nervensystem, Rheuma, Schmerzen, Infektionen, HIV-Erkrankung und so weiter. Also alle Krankheiten dieser Welt oder viele Krankheiten dieser Welt werden von Pfizer abgebildet und das ist natürlich top. Und da kann ich nur empfehlen, da auch mal einen Blick reinzuwerfen, generell in die ganzen, ich sag mal, Pharmaaktien. Das ist mein Tipp und da werde ich auch selber dranbleiben, weil ja, ich kann mir vorstellen, dass da in Zukunft noch einiges reinkommt und ja, warum soll man da nicht mit dabei sein? Ja, jetzt kommen wir auch schon zu den Top 2 und der Top 2, also Nummer 2, ist vielleicht eine Aktie, die du auch noch nicht kennst, weil diese habe ich auch noch nicht so oft gehört. Also wenn ich jetzt so in den YouTube-Videos oder in den Blogs lese, ist das eine, die nicht so oft ja, auf den Tisch fällt, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar ist das die Iron Mountain Aktie und einfach ausgedrückt ist Iron Mountain datensicherer, um es mal einfach auszudrücken. Ich sage mal, Iron Mountain kümmert sich um die sichere Archivierung von Dokumenten und Daten und bewahrt ihre physischen Aktien, elektronischen Daten und alles, was so irgendwie in diese Richtung geht, sicher auf. Auf jeden Fall ist Datensicherung oder ich sag mal generell Sicherung von wichtigen ja, Informationen ein Geschäft der Zukunft und da ist Iron Mountain top dabei. Und wenn du jetzt in den Chart schaust, siehst du auch eine Entwicklung, die grandios ist. Und vielleicht ist es auch mal ein Tipp, sich mit dieser Aktie zu beschäftigen, falls du noch nicht getan hast, weil auch in Richtung Dividendenquote, Ausschüttungsquote liegt man bei 4,89% und das ist natürlich auch top, kommt an die Inflation aktuell ran. Also damit hast du dein Geld wenigstens inflationssicher angelegt. Ja, und die letzte Aktie, und das ist meine Top-Aktie des Jahres, und ich glaube, da hat nie jemand mit gerechnet und ich auch nicht, und zwar, das ist Ambarella. Ambarella, das klingt so wie so ein Zauberspruch, um das ehrlich mal zu sagen. Aber ich klicke mal in den Chart und schau mal, was da passiert ist. Und ja, Ambarella, um es mal einfach auszudrücken, ist Verantwortung für die Live-Human Viewing, die Anwendung. Also alles, was so in Video- und Bildprozessoren geht, ist Ambarellas, ich sag mal, Spezialgebiet. Und ich hatte die damals gekauft, weil sie ist in Verbindung gebracht worden mit den kleinen sportlichen GoPros und mit den, ich sag mal, Action-Cams. Und damals dachte ich mir vor langer, langer Zeit,
So, die Action-Gam-Geschichte wird irgendwann mal durchbrechen, weil die Menschen auf dieser Welt filmen sich, fotografieren sich und ja, es wird immer mehr Daten, Bilder als Daten verbreitet. Und ich hatte sie damals gekauft. Und das Verrückte ist, ich hatte die damals gekauft zum Preis um die, ich sag mal, hier sehen wir es, um die 75 Euro, also an der Spitze. Und dann ist sie erstmal abgekracht und ich war lange, lange minus. Aber ich habe sie gehalten und das hat sich gelohnt dieses Jahr. Allein dieses Jahr hat sie 130% plus gemacht. Und das ist natürlich gigantisch. Und mit diesen fünf Aktien, ja, habe ich dieses Jahr mein Depot ganz schön nach oben gezogen. Also ich wiederhole nochmal für dich. Das ist Microsoft, die Prospect Capital, Pfizer, Iron Mountain und Ambarella. Coole Sache, oder? So, kommen wir jetzt mal zu meinen Flop 5 Aktien. Und jetzt nehmen wir mal die beste der Flop 5 Aktien. Und zwar landen wir bei Uber Technologies. Uber Technologies, ich denke mal, das sollte auch jedem was sagen, weil Uber ja, betreibt das weltweit bekannteste Mobilitätsnetzwerk, um es mal so auszudrücken. Und ich hatte damals Uber gekauft, als, ja, als die Aktie an die Börse kam, weil ich bin so ein Freund von, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen einzusteigen in so Werte wie Uber, Pinterest, Facebook und Co., wenn sie damals wenn sie gelistet werden, um ja entweder das Kapital komplett zu vernichten oder wie bei Facebook zu vervielfachen. Und ein Wert davon war Uber oder ist Uber. Und wenn wir jetzt mal auf den Chart schauen, dann sehen wir, dass es da doch ganz schön nach unten ging. Und in Zahlen ausgedrückt sind das 11% minus. Das klingt jetzt nicht viel, aber trotzdem ist es eine von meinen Aktien, die sich dieses Jahr am schlechtesten mitentwickelt haben. Und ja, also meiner Meinung nach ist es eine Technologie, wenn sie sich durchsetzt, da wird sie nochmal durch die Decke knallen, also nach oben meine ich jetzt, ist aber ja mit Vorsicht zu genießen wie alle, ich sag mal so Trendaktien. Wir werden auch gleich noch eine andere Aktie kennenlernen, die auch so in dieser Richtung steht. Aber vielleicht ist es ja mal eine Überlegung wert, sich bei Uber reinzuklicken, durch das Geschäftsmodell durchzulesen und zu sagen, ja, ich steige ein oder nein, ich nehme die Finger weg, das ist nicht mein Ding. Ja. Die viertschlechteste Aktie, die ich im Depot habe dieses Jahr, ist PayPal. Also das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und ich schaue ja nicht jedes Jahr in mein Depot hinein. Und bei der Auswertung jetzt habe ich gedacht, oh mein Gott, PayPal, der Wert, der sich jahrelang so richtig gut entwickelt hat, wo ich auch schon viele Gewinne mitgenommen und realisiert habe. Aber PayPal hat tatsächlich dieses Jahr ein Minus gemacht, auf die letzten 12 Monate gesehen, von 13,61%. Ist jetzt auch nicht so viel. Aber ich sage mal, meine Erwartung an den Zahlungsdienstleister ist wirklich die, dass ich ja durch immer mehr, ich sag mal, Online-Zahlungen, Kreditkartenzahlungen oder generelle Transaktionsvorgänge, dass ich da mit der Zeit einen steigenden Kurs und einen steigenden Gewinn des Unternehmens habe. Aber das ist nicht der Fall. Und wie du siehst, ist da irgendwas im Argen bei PayPal, ist ja ganz schön runtergegangen. Das bedeutet jetzt für mich, dass ich mich mal zwischen Weihnachten und Neujahr hinsetze und mal schaue, Mensch, was geht da ab? Vielleicht hast du ja auch, hast ja PayPal im Depot und bist ein bisschen tiefer in die Firma drin. Schreib mir doch mal einen Kommentar, was geht bei PayPal ab? Warum ist der Kurs nach unten gegangen? Vielleicht wurden irgendwelche Zahlungen in China deaktiviert für PayPal oder so. Irgendwas weiß ich im Hintergrund, aber bin mir nicht sicher. Aber ja, PayPal ist die ja, viertschlechteste Aktie in meinem Depot. Kommen wir zur nächsten Aktie, also die drittschlechteste Aktie. Und das ist eigentlich meine Lieblingsaktie, um das mal so auszudrücken oder mein Lieblingsunternehmen, und zwar ist das Omega Healthcare. Ja, Omega Healthcare, das ist auch eine meiner größten Positionen im Depot. Jetzt muss ich mal schauen, da sprechen wir dann doch schon von um die 5K, die ich da investiert habe. Und Omega Healthcare hat jetzt so dieses Jahr, wie du das siehst, ganz schön einen Trend nach unten gemacht. Also, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Der Immobilientrust Omega Healthcare stellt Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in den USA Kapitalmöglichkeiten zur Verfügung. Das Unternehmen hält in allen Regionen der Vereinigten Staaten, aber auch in ja, Großbritannien Beteiligung an Pflegezentren, Sozialkrankenhäusern und so weiter. Und ja, Pflege, Gesundheit, Krankenhäuser, naja, warum geht der Kurs runter? Das waren ja doch zwei, ja, radikale Jahre, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und das hat auf jeden Fall Impact. Und Omega Healthcare ist wirklich bei mir mit, jetzt muss ich mal schauen, 17,16% einer der Loser des Jahres, also der drittloserste Loser, um das mal so auszudrücken. Insgesamt auf mein ganzes Investment liege ich da aktuell minus 3% hinter. Also alles in Ordnung. Das Schöne bei Omega Healthcare, da kommen wir gleich noch dazu, das sind die Dividendenausschüttungen, aber das erzähle ich dir gleich. Ja, kommen wir zum zweiten Loser. Und zwar gleiches Prinzip. REIT-Aktie, Sabra Healthcare, und wenn da Healthcare steht, hat das was mit ja, Krankenhaus oder ja, Gesundheitssystem zu tun. Und ich lese dir mal die Beschreibung vor, die Kurzbeschreibung. Sabra Healthcare fungiert als Immobilientrust, der für seine Tochterunternehmen in Immobilien für die Gesundheitsindustrie investiert. Und Sabra kauft und vermietet die jeweiligen Objekte an die Betreiber und Mieter zahlreicher Bundesstaaten der USA. Ja, das
Portfolio besteht aus mehr als 180 Immobilien, darunter Pflegeeinrichtungen, Seniorenheime und so weiter. Also hier haben wir das gleiche Problem, wenn ich es mal so sagen darf, wie Omega Healthcare. Und ja, kein Wunder, wenn das der Kurs nach unten gegangen ist, aber du wirst sehen, das ist einer meiner Dividenden-Champion. Und ich gehe davon aus, so war es nämlich beim letzten Mal auch, du siehst es hier ja im Chart, wenn es hier im 5-Jahres-Chart, ein ganz schöner Knick bei, ja, beim ersten Corona-Crash, um das mal so auszudrücken. Und dann ging es wieder nach oben. Und wenn jetzt hier Omikron, Delta, Omega und wie sie alle heißen, die Varianten, die alle vorbei sind, geht der Kurs natürlich wieder nach oben. Und Gesundheitssystem oder Gesundheitswesen sind auch immer REITs, in denen ich gerne investiere, weil wir haben immer mehr Menschen, die Menschen werden immer älter und müssen auch immer mehr gepflegt oder behandelt werden. Und deswegen bleibe ich dann natürlich drin. Und ja, ist aber meine Loser-Aktie des Jahres mit minus 24,56%. Wow! Ein Viertel verloren. Aber das lässt mich eiskalt, wie meine Zimmertemperatur hier. Okay, und mein Loser des Jahres, um es nicht zu lange zu treiben, ist, jetzt klickt es nicht mehr, okay, ist Pinterest. Schau dir mal diesen gnadenlosen Absturz Pinterest an. Und ja, da siehst du, dass da einiges nach hinten gegangen ist. Und in Kursverlust ausgedrückt auf die letzten 2 Monate sind das 48,73%. Das Schöne ist, ich bin mit der Aktie trotzdem noch im Plus, über 20%. Ich selbst hatte die Aktie damals beim IPO gekauft. Und das mit ja, um die 27 Euro, also bin ich noch immer noch im Plus. Ich habe auch die Vermutung, dass es jetzt nicht ein Kellersturz wird, aber es wird sein, dass sie sich doch erstmal durchsetzen muss. Und dann werden wir in den nächsten Jahren sehen, ja, wie sie sich entwickelt. Ich behalte sie trotzdem, weil ich liebe soziale Netzwerke und Pinterest hat jetzt im Grunde genommen vor 1,5, 2 Jahren angefangen, sich auch zu monetarisieren, also im Grunde genommen eine Art kleines Facebook. Und wenn das dann läuft, dann werden die Gewinne in Zukunft auch sprudeln. Mittlerweile bin ich ja auch immer noch im Plus und deswegen bleibe ich doch dran. Das sind aber solche Aktien, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich da mit einem kleinen Betrag einsteige, also kleiner Betrag heißt zwischen 500 und 1000 Euro. Also aktueller Wert ist es jetzt bei 990 Euro gekauft, habe ich für 826 Euro. Also ist wirklich ein kleiner Wert, aber trotzdem ist es mein Loser des Jahres mit knapp 50%. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt kommen wir mal zu den Dividendenaktien. Und Dividendenaktien bedeutet, ich sage dir einfach mal, welche Aktien die meisten Dividenden zahlen und wo ich auch froh bin, dass ich die im Depot habe, um das mal so auszudrücken. Und jetzt schaue ich mal, wie man am besten vorgeht. Und zwar geht es jetzt einfach weiter. Fangen wir mal an mit der Altria Group. Altria Group, ich denke mal, das sagt dir was. Ich fasse es mal kurz. Zigaretten, Tabakwaren und ich glaube, Genussmittel sind da noch mit drin. Und die Entwicklung von Altria, können wir mal gucken, im letzten Jahr ist ziemlich positiv, um das mal so zu sagen. Und was ich natürlich toll finde, ist, wie du hier siehst, mit 7,43% hat es aktuell, also wenn du aktuell dich einkaufst bei Altria Group, hast du doch eine relativ hohe Dividendenausschüttung. Und Altria, glaube ich, gehört auch mit zu den Dividendenaristokraten. Das heißt, zahlen schon eine ganze Zeit ja, zuverlässig Dividende. Und ich liebe die Aktie, auch wenn sie ein bisschen unter die Räder gekommen ist in den letzten Jahren, wie du siehst. Aber sie stabilisiert sich und ja, mal sehen, wo es hingeht. Also das ist so eine Aktie, wo ich einfach Dividende mitnehme und dann mal schauen, wie sich die Zukunft entwickelt. Ja, nächste Aktie mit den höchsten Dividenden, du wirst es nicht glauben, ist die Prospect Capital. Das, was wir vorhin hatten, ja schon bei den Top-Aktien des Jahres, zahlt auch Top-Dividende. Das heißt, mit 8,63% bin ich hier top dabei. Und das ist so, ich sag mal, meine Aktie des Jahres, also was Kursentwicklung und Dividende angeht, weil super Entwicklung auf den letzten 12 Monaten, ich kann es ja nochmal einblenden, und zahlt gleichzeitig noch 8,63% Dividende. Also wenn alle Aktien so wären, dann wäre ich schon stinkreich. Aber so ist es Manu leider nicht. Ja, dann haben wir noch auch einen Aktienwert in meinem Dividenden-Top-5-Depot, der ganz schön unter die Räder gekommen ist. Also die Dividendenquote basiert darauf, dass der Kurs gefallen ist, um es mal ehrlich auszudrücken. Aber wenn du dich jetzt bei AT&T einkaufst, also einen der größten Telekommunikationsanbieter, hast du eine Dividende von 8,77% im Jahr. Das heißt, für jede angelegten 1000 Euro bekommst du 87 Euro zurück. Und das ist schon mal ein ganzes Stück. Da brauchst du bei Banken und Sparkassen deutlich, deutlich mehr Kapital. Und ja, ich vermute mal, dass sich jetzt ein Boden gebildet hat. Also das ist wirklich meine Vermutung. Ich werde dann im Jahreswechsel mich auch nochmal in die ganzen, ich sag mal, Geschäftsberichte und Resultate einlesen und werde die Aktie auch weiter halten, weil sie zahlt weiterhin Dividende. Und ich hoffe mal, es bleibt so. Das kann ich jetzt ja nicht versprechen, weil eins ist immer klar, je höher die Dividendenquote ist, desto ja, höher ist auch das Risiko. Also ein Unternehmen, was 20% Dividende zahlt pro Jahr, hat irgendwo anders ein Problem, um das mal wirklich einfach auszudrücken. Und dann sind wir schon
mit 9,13% bei Sabra Healthcare. Den Wert hat man jetzt vorhin auch schon mal besprochen. Auch aufgrund des Kursverlustes steigt natürlich die Dividendenausschüttungsquote. Und ja, vielleicht ist es für Mutige auch ein guter Punkt einzusteigen, weil finde erstmal ein Unternehmen, was 10% Dividende bezahlt. Und eins davon wäre jetzt der Sabra Healthcare Rate oder REIT. Ja, und kommen wir mal zu meinem absoluten Champion und das ist Omega Healthcare. Jetzt weißt du auch, warum das einer meiner Lieblingswerte im Depot ist. Und aktuell, wenn du da Anteile kaufst, kriegst du 9,71% Dividende. Mit der Aussicht, dass nach, ich sag mal, nach der ganzen Corona-Pandemie oder nach dem Corona-Trash, dass sich der Kurs auch noch positiv entwickelt. Also ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber wenn ich jetzt nochmal nachkaufe in den nächsten Tagen oder Wochen, kann es durchaus sein, dass es Omega Healthcare wieder erwischt und dass ich dann in Zukunft wirklich viele Dividende abfasse. Und das ist natürlich ja super. Ja, und das waren sie eigentlich schon. Also es war jetzt frei, ohne Skript, mal vorgestellt, meine Top 5 Aktien, meine Flop 5 Aktien und meine Dividenden-Champion, um das mal auszudrücken. Und ich hoffe, es hat dir vielleicht ein bisschen gefallen, auch wenn es wieder ein bisschen Screentime war hier in meiner Stube. Und ich denke mal, dass wir in Zukunft auch noch einen Blick in mein Consors-Depot werfen und vielleicht nochmal in mein DEGIRO-Depot. Aber da das jetzt das Größte ist, habe ich damit angefangen. Was ich ehrlich dazu sagen muss, ist, dass ich alle komplett, was ich an ETFs habe, habe ich rausgelassen. Und das kommt vielleicht nochmal in ein extra Video. Und falls die Fragen kommen, weil die werden wieder kommen, aktuell befinden sie sich ungefähr, also jetzt, wenn ich es mal auf den Tausender aufrunde, im Comdirect Depot 110.000 drin. Also wir sind schon sechsstellig. Und ja, das ist ja alles an Informationen, was ich heute für dich mitgebracht habe. Und das war es auch schon. Und ich möchte jetzt nochmal Danke sagen an alle, die mich immer regelmäßig schauen. Weil ich bin ehrlich, wenn ich mich sehen würde bei YouTube, ich weiß nicht, ob ich mich selber schauen würde. Aber ja, es war auf jeden Fall ein schönes Jahr mit euch. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch frohe Weihnachten, dass ihr viele Geschenke bekommt, die ihr dann an die Börse investieren könnt. Und ja, bleibt auf jeden Fall gesund und ja, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, falls wir dich nochmal sehen. Aber ich hoffe, du klickst nochmal rein, weil es kommen noch ein, zwei Videos. Und dann war es das schon. Dann danke ich dir, dass du so lange dran geblieben bist und freue mich auf den nächsten Besuch. Dein Christian von selbstschuld.com. Mach's gut. Ciao. So, und ich hatte dir ja noch versprochen, dass ich dir alle meine Aktien vorlese. Mal sehen, ob ich da durchkomme. Aber ich lese jetzt mal alle Aktien vor, die ich in meinem großen Comdirect-Depot habe. Vielleicht ist doch die ein oder andere Inspiration dabei. Also ich fange an. Airbnb, Altria, Amazon, Umbrella, AT&T, Cardinal Healthcare, Coinbase, General Dynamics, General Electric, Gladstone Capital, GlaxoSmith, Intel, IBM, Iron Mountain. Jetzt kommen die ganzen ETFs, die kann ich überspringen. Dann habe ich viele ETFs. Dann geht es weiter mit Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Main Street Capital, Mastercard, Meta Plattform, also Facebook, Microsoft, Netflix, NXP Semiconductors, Omega Healthcare, Paychex, PayPal Holding, Pfizer, Pinterest, Prospect Capital, Reality Income, Sabra Healthcare, Shimizu, Starbucks, Target, Unilever, Universal Group und Visa. Also das sind jetzt alle Werte ohne die ETFs. Bei den ETFs waren auch noch einige dabei. Aber vielleicht hast du jetzt bei dem schnellen Durchlesen doch den einen oder anderen Gedankenanstoß bekommen und schaust mal nach, was sich dahinter verbirgt. Falls du Fragen hast zu irgendwelchen Aktien, Strategien oder was auch immer, ja, dann versuche ich dir natürlich so gut es geht weiterzuhelfen. Dann lass einfach die Fragen im Kommentar. Und du kannst ja mal schreiben, das würde mich interessieren. Was war denn deine Top-Aktie dieses Jahr? Okay, jetzt ist auch Schluss, denn jetzt kommt Weihnachten mit Genuss. Mach's gut, bis bald. Ciao.